Willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. So, wir müssen wieder zurück zum... Ja, natürlich machen wir noch die Fragezeichen, klar. Aber wir gehen auch zur Hauptmission, Richtung immer Hauptmission, oder? Nee, noch nicht. Hauptmission irgendwie. Will das noch nicht ganz? Ah doch, stimmt, ja, wir haben hier gespeichert, weil wir hier schon wieder fast auf die Fresse bekommen haben. Genau, es geht darum, hier, dann hier... Oder hier. Ach, ich sollte mich mal hier vielleicht noch umschauen. Um zu gucken. Ich brauche nämlich ein neues. Es wird Zeit, dass wir ein neues Silberschwert kriegen. Ich kriege die ganze Zeit den Allerwertesten hier voll aufgerissen. Was ist das hier? Selbst die machen einen kurzen Prozess mit mir. Was ist denn los mit mir? Was ist denn los mit denen hier? Krass. Sag bloß. Okay, das ist doch krass. Dein Arsch gehört mir. Ja, mein Arsch gehört niemandem. Ist das klar? Komm schon. Lass ihn nicht schlagen. Krass, sogar hier. Die stinknormalen Gegner sind hier. Mega stark. Das gibt's doch nicht. Ich sollte mich vielleicht hier wirklich nur auf die Main-Mission konzentrieren. Und einen späteren Zeitpunkt wieder herkommen. Ich glaube nämlich nicht, dass es hier... Irgendwie. Ja. So, da ist bestimmt noch einer, oder? Ja, da ist der hier. Komm schon. Einer ist noch da. Level 7. Zwei Stück auf dem Pferd. Drei Stück. Shit. Energie nehmen. Komm schon. Renn doch nicht die ganze Zeit weg von mir jetzt. Okay, da waren es nur noch zwei. Da ist noch einer. Gut, der backt. Sehr schön. Was ist? Das waren alle jetzt mal. Ja, irgendwie der Eindruck abgehauen. Keine Ahnung, was ist. Stumpfes Beil. Kleinen Moment bitte. Ich muss wieder einen kleinen Cut machen. Sorry für die kleine Unterbrechung. Nicht mal wieder wichtig, was mit dem passiert. Also, der ist wirklich verwirklich. Also muss ich sagen, Spagat ist sein Ding. Hier. Sogar ein Freund hier. Als er klein war, wurde er gemobbt. Was kannst du denn? Ich kann Spagat. Was kannst du? So, okay. Ein paar Sachen gibt's hier, ja. Ich sollte mich mal hier besser umschauen. Chemiepulver. Gut. Also hier bin ich wirklich ein Niemand, muss ich sagen. Diese Gegner sind wirklich scheiße stark. Echt scheiße stark. Vor allem sind es viele. Und wirklich auch wieder so ein Spagat. Nee, da reitet noch. Du reitest nicht mehr, mein Freund. Du reitest nicht mehr. Okay, ein Langschwert. Ich muss mal auch schauen, ob dieses Langschwert sich auch... vielleicht besser ist, wie das jetzige, was ich jetzt habe. Ja, Schaden plus 12.
Leider Gottes. Wir haben noch das Hexer. Auf jeden Fall dieses hier, das Silberschwert. Hexer Silberschwert. Ich brauche ein neues Silberschwert. Ich brauche einfach ein beschissenes neues Silberschwert, brauche ich. Vielleicht könnte ich dann ein bisschen, wenn ich jetzt... Was ist das hier? Lass mich raus! Ich flehe dich an! Der Schlüssel ist hier irgendwo. Er muss es sein. Okay. Irgendeinen Brief haben wir? Was zur Hölle? Bin ich wieder auf den Trackpad gekommen? Kann sein. Das könnte sein, dass ich wieder auf den Trackpad... Ah, das ist der Schlüssel. Wir haben den Schlüssel. Okay. Suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Hab Waren für die Armee. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Suche meinen Stand. Okay. Ist der Stand jetzt auch irgendwo markiert? Denn hier, ich weiß nicht, hier, das ist krass. Ich muss echt sagen, die Gegner hier sind wirklich krasse Scheiße stark. Das ist wirklich... Also jedes Monster und alles, also ich müsste hier wirklich ein bisschen besser aufleveln. So, okay. Gehen wir mal einfach hier hin wieder. Das nächste Fragezeichen. Liegt hier auf dem Weg. Natürlich kurz davor. Wir sollten eigentlich jetzt schon abspeichern. So, speichern. Ja, die manuelle Speicherung. So, gut. Schneller. Ja, Blitze. Schneller. So, da ist in die falsche Richtung, Blitze. So, hier mal durch den Wald. Ist nicht weit. Wir müssen bald wieder absteigen zum Meditieren. Da habe ich mich erstmal ein bisschen gefreut und gesagt, oh toll, normale Menschen. Hey! Okay. Ab hier soll ich schon meditieren. Denn hier kommen wieder Gegner. Meditation. Ja, so. War ja klar. War ja klar. Gerade in dem Moment, wo ich meditieren will, kommt so ein Scheißviech. Meditieren. So, jetzt habe ich wieder meditiert. Kleines Drecksviech, jetzt kannst du herkommen. Jetzt kannst du wieder herkommen, jetzt kannst du herkommen. Schütze? Wo sind die Viecher? Ist ja nicht so, dass die Samen so mega schwer sind. Es geht einfach nur, es sind viele. Die sind agil. Oh, mein scheiß Schwert ist auch noch im Eimer. Sonst ist es eigentlich so gar kein Problem. Ja. Yeah. Was ist das? Sind die tot? Ja, die sind platt. Kleines blaues Mutagen. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Das war jetzt eigentlich ziemlich gut. Ein Monsterlager. Was zur Hölle ist ein Monsterlager? Das ist ein Monsterlager. Okay, Spiel speichern. Ich dachte schon, das wäre schon diese paar Monster, die ich da blatt gemacht habe. Aber anscheinend nicht. Spiel gespeichert. Ich gehe ins Monsterlager mit einem kaputten Silberschwert. Diese kleinen Viecher sind nicht so extrem. Sie gehen dann auch mit dem kaputten Silberschwert. Komm schon, die hässlichen. Was ist mit dem los? Jede Leiche mal wieder hier ausbeuten.
natürlich, wenn wir schon dabei sind, mal einmal meditieren eine Stunde. Ich denke mal, nur so kriegen wir das hin. Und dann könnten wir doch gleich mal wieder abspeichern, oder? Ich weiß, ich sammle jetzt nicht alle auf. Ich muss ja auch gucken, für mein Gewicht aus her. Nachher bin ich zu voll. Was zur Hölle ist hier? Bin ich schon etwa im Monsterlager angekommen? Ich dachte, ich muss vielleicht erstmal irgendwie... Ja, ich bin schon im Monsterlager angekommen. Das ist ein Monsterlager. Hier gibt es nicht mal ein Nest, hier gibt es gar nichts. Krass. Muss es doch irgendetwas geben. Muss es doch geben. Ah, da. Sieh mal eine Kiste. Mehr war da nicht. Aber da ist so ein Pilz. Sonst ist ja eigentlich nichts. Mit dem Hexersinne kriege ich nur Pilze. Ah, dann wieder so eine Kiste. Ah, seht ihr? Ah, ein paar Schemas. Schauen, was es hier oben gibt. Hier ist auch mal so eine Kiste. Reliktöl. Gut. Ich glaube, das war es jetzt wirklich. Jetzt wirklich sonst nichts mehr. Kann ich jetzt vielleicht umstoßen oder sonstiges? Ne, umstoßen kann ich es auch nicht. Anbrennen vielleicht? Ne, auch nicht. Aber jetzt zeigt mir so ein Zeichen an. Seht ihr das? Naja, muss man nicht wissen. Gut, Fakt ist, wir haben es gepackt. Das Monsterlager mit kaputtem Schwert natürlich. Wir haben ein bisschen Erfahrungspunkte gesammelt. Was ist das? Lag da nicht noch was? Lag da gerade nicht noch was? Ah, wieder so ein Steinpilz oder sowas. Gut. Wo ist mein Pferd? Ah, da ist doch wieder was. Ah, Essence. Na gut zu wissen. Ich glaube, jetzt kommt erstmal wieder keine. Komm schon, Plätze. Ah, falsche Taste wieder gedrückt. So, ich denke, jetzt kommen keine Fragezeichen mehr auf dem Weg zur Hauptmission. Nein. Daher geht es zur Hauptmission und wir müssten vielleicht erstmal hier hin. Lass uns erstmal hier hingehen, um zu schauen, ob sich da irgendwas. Ob es irgendetwas gibt. Hat sie gerade gespeichert? Nein, oder? Aber ich sollte mal speichern. So. Halt! Bin gespeichert. Folgen wir jetzt erstmal dem Weg. Und gehen jetzt mal zur Hauptmission. Ein bisschen schneller hier. So, okay, wir sind hier langsam in diesem komischen Dorf und ich hoffe es doch, dass es im komischen Dorf hier auch so eine Art Schmied oder sowas gibt hier, Seite. Oder? Die Kavallerie preschte aus dem Wald hervor. Die Infanterie kam wie eine Mauer aus dem Sumpf marschiert. Unsere Jungs wollten sich erheben. Doch nicht. Außer Säcke gibt es hier natürlich nichts. Mit Wasserflasche. Essenz, aber ansonsten nichts wirklich irgendwas Hilfreiches.
Eine Wasserflasche. Verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Können wir sie vielleicht öffnen mit... Nein, wenn sie verschlossen ist, geht es auch nicht mit Druckwelle. Das halt natürlich... Die Türe instand. Gut, okay. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Wegpunkt. Das ist schon mal Fakt. Jetzt ist aber nur die Frage, es muss doch hier auch mal einen Schmied geben. Bald ist Vollmond. Ah, da haben wir doch was. Ja, die Kleine kann nur hm sagen. Die friert irgendwie, ne? Rüstung aufwerten. Verwende spezielle Rüstungs... Schmiedetische, keine Ahnung. Um deine Rüstung vorübergehend aufzuwerten. So bekommst du einen Bonus an Rüstungswerten. Meine Gegenstände wurden aufgewertet, aber nicht verbessert. Verbesserte Waffen für 15 Minuten, geil. War mir auch nicht. Ah, toll. Und kein Schmied in Sicht. Ist doch krass sowas. Was willst du? Willst du reden? Nicht mit mir. Mein Kopf dreht sich schon vor Hunger. Boah, mein Kopf dreht sich vor Hunger? Dann solltest du mal was fressen hier. Keine Ahnung, so ein Steinpilz oder sowas. Was ist mit Zwergenhaus? Na, 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 na. Leere Flasche. Aber jetzt nichts dergleichen. Das irgendwie aussieht wie ein Schmied. Ja, sorry. War jetzt nicht mit Absicht. Nichts dergleichen. Nichts dergleichen. Nichts dergleichen. Okay, hier gibt es keinen Schmied. Wir sagen... Reiten wir wieder auf Plätze und ab geht's Richtung Ziel. Na, ich noch mal kurz umschauen. Okay, nichts. Hoffentlich finden wir jetzt in dem jetzigen Dorf, wo wir hingehen, einen Schmied. Oh, aber ich sehe, dass wir hier mal wieder einen kleinen Cut machen müssen. Und was uns im nächsten Dorf erwartet, das seht ihr in der nächsten Folge, Leute. Okay, also haut rein. Bis zum nächsten Mal.